Hallo Leute und herzlich willkommen mal wieder im Filmclub. Heute mit einer Kritik zu einem brandaktuellen Heimkinostart und damit meine ich Mike and Dave Need Wedding Dates. Und da fragen sich die einigen vielleicht, was soll der zweite Stuhl hier? Ja, ich warte noch auf mein Wedding Date. Und ja, ich würde sagen, während ich warte, sage ich euch einfach mal, wie der Film war. Er ist ja mit Zac Efron und Anna Kendrick und es geht darum, dass Mike und Dave eben ein Wedding Date brauchen, um auf die Hochzeit ihrer eigenen Schwester zu dürfen. Unsere Hochzeitsdates. Ihr seht toll aus. Dankeschön. Du bist so winzig, er ist so mächtig. Kriegst du ihn ganz rein? Oh. Die haben uns angelogen, um für Ome nach Hawaii zu fliegen. Ah! Du bist dran, Mike! Ah! Oh, scheiße. Und geht es? Sieht aus wie eine missratene Waffel. Wie eine Waffel, bei der der Koch sagen würde, die schmeißen wir besser weg. Ich bin total gestresst. Kannst du ihr helfen, sich zu entspannen? Diese Technik heißt, dass sich verbeugende Pinguin. Der wutende Affe. Unsere Seelen werden sich verbinden, wo unsere Löcher sich finden. Und was jetzt? Ich platz rein, wenn Mom gerade bei Dad einen Push-Pop macht. Was ist ein Push-Pop? Eine Sextechnik, die ich mir ausgedacht habe. Was ist ein Push-Pop? Wenn die komplette Hand im Polo steckt, David, zwei Hände reinschieben, rausziehen. Was man in einer Komödie natürlich immer braucht, ist eine Chemie zwischen den Schauspielern. Sonst funktioniert der Film nicht, egal wie lustig die Witze sind. Wenn die Schauspieler nicht miteinander harmonieren, dann kannst du den Film gerade bei einer Komödie in die Tonne kloppen, denn da geht es immer um Timing. Und das Timing stimmt hier und die Schauspieler haben Mordspaß beim Drehen gehabt. Ich bin auch, glaube ich, der Ansicht, dass viele Szenen hier improvisiert wurden, denn gerade wenn man den Film im englischen Original schaut, wirkt vieles nicht unbedingt geplant, aber trotzdem vom Timing her sehr lustig. Also ich muss sagen, gerade Anna Kendrick und Zac Efron haben da ein sehr gutes Gespür fürs Timing und auch eine fantastische Chemie zueinander. Und also da hatte ich sehr viel Spaß beim Zuschauen und auch bei den Credits, wenn das Outtakes kommen und man, wenn die eine da was gesagt hat und dann Fox didn't like the joke. Also da sind so wirklich so Sachen, wo sie ausprobiert haben einfach und dann, ja, okay, Fox mag den Joke nicht, dann lassen wir ihn raus. Also schon so ein bisschen selbstironisch und das fand ich mal ganz interessant und man merkt es im Film auf jeden Fall an, dass die Schauspieler Mordspaß hatten. Zur Geschichte kann man nur sagen, dass sie hier relativ simpel ist, die hat man schon tausendmal gesehen, aber es ist nicht weiter schlimm bei einer Komödie. Aber man erwartet da jetzt auch nicht Großartiges. Alle Handlungsstränge, die man erwartet, werden auch vorkommen und es wird auch genauso ausgehen, wie man es erwartet. Und auch ist klar, dass Mike und Dave sich fürs Ende nicht komplett sozusagen 180-Grad-Schwenk machen, sondern dass sie sich selbst treu bleiben. Das ist von Anfang an klar. Und klar, da sind die Gags auch nicht unbedingt immer mega einfallsreich, aber sie zünden wollen, das ist ganz sympathisch gemacht. Das ist viel unter der Gürtellinie. So Ami, ja, Ami-like halt. Aber damit habe ich jetzt persönlich kein Problem, solange es immer noch auf einem hohen Niveau, auf einem guten Niveau ist. Zumindest auf einem hohen Niveau kann man, glaube ich, hiervon nicht reden. Ja, und ich kann euch den Film auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr Zac Efron mögt, wenn ihr zum Beispiel Adam Devine aus Pitch Perfect mögt oder eine Kendrick-Fan seid. Also hier werdet ihr auf jeden Fall auf eure Kosten kommen oder wenn ihr einfach nur Fans von derben Komödien seid. Ich gebe dem Film 7 von 10 Punkten, denn ich hatte doch ordentlich Spaß damit. Lasst mich eure Meinung zu dem Film wissen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Kritik oder Verlosung wieder und ich hoffe, ihr schaut mir auch da wieder zu. Bis dahin, euer Luke.